Okay, 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Codenames. Heute mit dem Sebastian, dem Ram, der Franzi, aka Smash Lunatic, und mir, dem Peter. Und wir machen mal was Neues. Jetzt dürfen die Geheimdienstchefs auch, also die müssen ihr Mikrofon offen behalten und dürfen vielleicht nicht alles mit allen teilen, aber das ist eine neue Komponente da drin. Also, Ram redet mit Franzi, Sepp redet mit mir. Sepp und ich geben die Begriffe vor, Bram und Franzi müssen sie erraten. Genau, aber wichtig ist natürlich, Bram und Franzi und Sepp und Peter sind nicht im selben Team. Aber das heißt, die im selben Team reden nicht. Ich hab keinen Bock auf den Peter, ey. Sepp, wir gehen jetzt mal runter hier und dann starte ich das Spiel. So. So. Hast du schon mal Codenames gespielt? Ich habe schon mal Codenames gespielt. Oh, warum ist denn das? Geil. Ah, jetzt nehme ich es ja eh nicht auf, dann kann ich ja mal eben hier rum hantieren. Ja, hantier mal ganz kurz da easy in rum. In hellen Modus. Dunkelmodus aktivieren, so. So, am Anfang, ja, immer die, also, ich weiß nicht, hast du bei uns schon mal mitgemacht bei Codenames? Nee. Nicht? Nee. Also, wir wetten am Anfang immer um 500 Euro. Ja. Was ist der schwarze Begriff? Okay, ich sage, der schwarze Begriff ist. Warte. Student. Sehr gut. Also wenn das nicht ist, dann musst du 500 Euro bezahlen, ne? Okay. An dich oder an jeden? Nee, an jeden. An jeden. Das ist aber, das ist aber voll teuer. Aber dann kriege ich auch 500 von jedem. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Genau, wenn du richtig bist, kriegst du halt einmal 500 von mir, der auch an, weil du bist ja jeder, also aus meiner Perspektive. Ich bin jeder, ja. Oder jede. So, und du bist jede aus, nee, ich bin jeder und jede aus deiner Perspektive. Ist okay. Ja, okay. Du glaubst Student. Ich glaub Student, ja. Okay, ich bin, also mein erster Gedanke war Belgien tatsächlich. Ja. Weil es das einzige Land ist. Ja, könnte auch sein. Ich dachte erst sowas wie Skelett oder Tod, weil irgendwie sind diese Wörter auch immer voll die schwarze Begriffwörter irgendwie. Ja, das kann auch sein. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass Tod und Skelett einfach nicht im selben Team ist. Ja, das auf jeden Fall. So, Fledermaus, also. Peter, Fledermaus. Ja, Fledermaus ist der böse Begriff, da darf ich auf gar keinen Fall, ich muss mal kurz gucken, ob wir jetzt hier Korn haben. Wir haben Horst und Horn, das fand ich schon mal sehr witzig. Du hast Horst und Horn. Alter. Du kannst einfach Ho schreiben. Ich wollte auch gerade sagen, Ho ist mega gut. Einfach Nutte schreiben. So, ich habe Pluto, ein Zwergplanet, Schloss, Glocke, Wand, Pentagon, Knopf, Tod und Salz. Aha. Ich finde das nicht gut, dass Sepp jetzt hier die ganze Zeit dabei ist, ehrlicherweise. Ich finde das eigentlich ganz okay. Ich kann mir jetzt irgendein Dulli-Shit einfallen lassen. Und ich kann, worüber ich kurz überlegt habe, ob ich dich die ganze Zeit nur ablenke, aber das dauert halt einfach nur insane lange. Ja, allein deine Existenz hier lenkt mich schon komplett ab, bin ich ganz ehrlich. Peter, ich weiß, das ist immer unangenehm, wenn jemand mit was Größerem im Raum ist. Also. Und nicht den größeren Humor. Okay. Das sind so Schloss und Wand und Knopf. Tod finde ich auch treffend. Und Tod? Salz. Boah, Salz muss ich direkt an Jay denken. Weißt du, was ich gerade so richtig crazy überlege? Minecraft mit Knopf und Tod und Wand. Aber das geht halt nicht, weil da alles zu passt. Wie Nacht und Skelett. Du kannst zu Minecraft alles kombinieren. Ich dachte auch an die Glocke. Wie nicht. Löwen wie gibt's nicht. Nee. Gewehr gibt's auch nicht. Ja, stimmt. Fledermäuse gibt's auch nicht. Da hast du recht. Wer schreibt Casino mit K? Nicht doof? Wo steht ein Casino? Oben in der Mitte. Das ist die deutsche, das ist der deutsche Begriff. Echt? Ja. Sieht komisch aus. So, Salz und Tod. Da denke ich natürlich an was Eingelegtes, ne? Wie so Sardinen. Die sind tot und die sind in Salz. Eigentlich eher in Öl. Bin sehr gespannt, wie lange Peter jetzt brauchen wird. Ich überlege ja gerade ganz kurz Pizza mit Koch zu machen in der Zeit. Ja. Was kocht ihr als nächstes? Darfst du es schon sagen? Oh ja. Ja, wir haben jetzt mit der wunderbaren Nadja haben wir so geile Kürbis-Cookies gemacht. Oh, geil. Ja, also das Frosting war schon Chacuzel. Ne, meine Kekse an sich waren vorhanden.
Die waren vorhanden. Ja, okay. Und dann, da, dann war das. So ein bisschen wie die Windbeutel. Alter. Ich bin, also, ich finde Backen ja auch so scheiße, ne? Ich finde Backen ist auch eine. Backen ist so scheiße schwierig, ey. Alter, das ist. Du musst halt so eine... genau auf die Angaben achten. Milligramm genau, sonst geht alles ja. kaputt. Ich habe eine Idee, wo ich aber nur zwei mit verbinden kann, und das fuckt mich ab. Peter, das ist okay. Weil Glocke und Knopf ist eine perfekte Klingelkombination. Zwei ist auch okay. Weil Klingeln ist auf jeden Fall. Nee, finde ich aber nicht gut. Kann ich da noch irgendwas mit kombinieren? Klingelmännchen. Klingelmännchen finde ich gut. Das habe ich früher auch manchmal gemacht. Du warst einer von den Assis, ja? Ja. Ich bin eher so bei meinen noch so am Struggeln auch. Ja, verstehe ich. Wusstest du eigentlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kokosnussmehl und Kokosnuss einfach klein gemacht? Nee. Ja, wusste ich auch nicht. Ist ein Fehler gewesen, dass ich das nicht wusste. Ja, aber das habe ich, also ich habe ja schon die ein oder andere Pizza Koch Folge geguckt. Bei so vielen Sachen dachte ich so, hä, ist doch das Gleiche. So wie bei Muskatnuss und Muskat, also einer richtigen Muskatnuss und dem Gewürz irgendwie. Das ist ja nicht dasselbe. Also, ihr hattet mal irgendein Rezept, wo ihr irgendwie Muskat irgendwie, Muskatblüte war das, genau. Ihr hattet Muskatblüte und Muskat als Gewürz, aber Muskatblüte ist nicht das gleiche wie das Muskatnussgewürz. Irgendwie sowas, von der Mengenangabe zumindest her. Und schmeckt es komplett anders. Ist Muskatnuss nicht auch die, boah, wir können ja mal ein Video machen, wir beide, ja? Wir snacken uns ja auch immer so eine Muskatnuss. Ja, okay. Boah, ich liebe Muskatnuss. Also zumindest das Gewürz. Ich weiß nicht, wie so eine richtige Nuss schmeckt, aber. Ja, aber ist die nicht. Wird man da nicht so, kriegt man da nicht so einen Drogentrip von? Muskatnuss. Halluzination. Ab drei ganzen Muskatnüssen kann das Gewürz für Erwachsene lebensgefährlich werden. Okay, wir sollten nur eine essen. So, der Inhaltsstoff Myrizitin wandelt sich in der Leber zu Amphetaminen um, sodass diese Muskatnuss ab der sogenannten Menge Halluzinationen hervorruft. Warum holen sich denn Leute Drogen, wenn sie einfach Muskatnüsse essen können? Ja, hier steht auch, da bei der Einnahme von über 10 Gramm Muskatnuss eine Art Rauschzustand auftritt, experimentieren gerade Jugendliche und Studierende oft mit Muskatnusspulver. Ja, so. Ja, also das machen wir dann mal. Einmal beim Boxen gibt's doch auch die Klingel, wenn einer K.O. geht, so bing, bing, bing. Ja, stimmt. Oder die Runde zu Ende ist, dann machen die auch mal ding, 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 ding. Die wissen, dass die aufhören müssen. So, jetzt ist die Frage, ist das naheliegender, als Klingeln mit Fach zu kombinieren? Na, weiß ich nicht, wenn Fach könnte man, also... Nein. Schulklingel. Nein. Ja, halt's Maul. Nee, das ist ja wohl eindeutig, das ist schon hinter J-Level. Also. Aber Student? Aber wobei, nee, im Studium gibt es eigentlich keine Klingel, ne? Da weiß ich nicht. Er könnte schon an voll auf Schule gehen dann. Du bist so ein Labersack, weißt du? Du machst mich fertig hier jetzt schon. Ja, warum? Nacht, Horst. Ist die Schulklingel naheliegender als Boxer? Wahrscheinlich schon. Ich meine, das heißt eigentlich auch Schulglocke, oder? Das ist gar nicht Schulklingel. Ja. Was denn? Es hat zur Pause geläutet. Ja, man muss auch High Risk, High Reward, ne? Ja, bei Bram kann man das auch machen. Du hast ja wenigstens einen bekannten Partner. Das stimmt. Ich bin hier voll im Dunkeln am Tappen. Glocke, Knopf, Boxer, Klingeln. Ich habe in Amerika mal ein Ding gesehen, da haben die Leute auf Meth und auf Gras gegeneinander antreten lassen. Oh, cool, Klingeln. Okay. Oh, du hast ein Wort, okay. So, Tour, nein. Fach, nein. Casino könnte sein, ne? Für, da klingeln ja die ganzen Automaten. Wenn du so einen Gewinn auch kriegst und so, dann machst du... Ja. So, Belgien nicht, Salz nicht, Pluto, Schloss, Sohle, Student, Loch, Tod, Baby, Wand, Nacht, die Glocke, Horst, Bock, Pentagon, Skelett, Knopf, ein Klingelknopf, kann sein, die Gewehr, die Boxer. Ah ja, stimmt, so eine Boxklingel.
So, dann wahrscheinlich eher so, ding, 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 Löwe, Horn und Fledermaus. Also ich bin ganz ehrlich, ich gehe mit der Glocke sofort. Die kriegt ja, schon mal. Ja. Aber wenn es die nicht gewesen wäre, hätte ich an mir gezweifelt. So, also der Klingelknopf, der kündet halt sein. Der Boxer, ja? Mhm. Nee, sprich ruhig, bring mich ruhig durcheinander oder, naja, oder auf den richtigen Weg. Also ja, ich wollte jetzt nett sein und ich vielleicht, also ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber ich würde sogar Knopf und Boxer eher als Casino sehen. Weil, also, klar, da klingelt's auch so, aber das ist ja nicht so typisch dafür. Also wenn du ein Casino beschreibst, dann sagst du ja nicht, ja, da klingelt's. Ja, also ich bin auch bei dir, die Glocke, wer dann, also, wer die nächste Ecke, wer der Boxer. Da bin ich komplett bei dir und deswegen nehme ich den auch. Ja, oh, du bist gut. Oh, oh. So, und dann den Klingelknopf an der Tür, die Türklingel halt. Ja, genau. Die wären ja. Knopf und das Casino nicht und deswegen gehe ich auch damit. Boah, das gibt's doch nicht, Alter. Ja, und naja, ich zeige ihm trotzdem das hier noch an, dass ich darüber nachgedacht habe, damit er Bescheid weiß und dann gehe ich raus. Ja. Ja, ja, gut. Jetzt nimm Knopf. Jetzt nimm Knopf. Dann hätten, wenn wir mit einem Dreier starten, ist der Gegner gebrochen, Bram. Let's go. Brich Sepp. Brich Franzi. In der Mitte durch einfach. Ja! Insane, Bram, insane. Nee, nix Casino, du hast die drei gefunden, du Mofo. Alter. Okay, Biologie. Googelst du jetzt hier was, oder was? Was? Googelst du jetzt hier was, oder was? Nee, ich hab eingegeben, Biologie 3. Ach so, lol. Aber also, ich weiß, wie man Biologie schreibt, hoffe ich. Ja, nee, da dürftest du sogar googeln. Nee, aber ich hab Fach, ich hab Student und ich hab Skelett. Klar, ich habe auch Fledermaus und Bock und Horn vielleicht auch. Löwe. Aber wenn ich auf die Tierschiene möchte, also in meinem Biologie, in unserem kann ich sogar sagen, Peter, Biologieunterricht, hatte der gute Herr auch immer so ein Skelett da stehen, wo wir die ganze Scheiße dran lernen mussten, die ich mir nie gemerkt habe und immer eine 4 geschrieben habe. Bio hat gesackt, so richtig hardcore. Deshalb, Franzi, du kennst dich einfach aus. Biologie 3. Will jetzt auf Bram warten? Ich fange einfach schon mal an. Also Tour wahrscheinlich nicht. Biologie ist ein Fach. Casino nicht. Belgien ist zumindest ein Land, hat aber nicht so Biologie zu tun. Salz in Biologie. Oh, der Student könnte es sein. Selbst jetzt so schnell war, Alter, habe ich gepresst wie so ein Polizeipferd, ne? Ja. Ich hab gedacht, ich fange schon mal an. Also pass auf, bei Tour nicht. Fach, Biologie ist ein Schulfach, so. Ja. Ich bin vielleicht auch so ein bisschen bei Salz, weil, ne, ist ja auch ein... Das ist ein Amnose also, oder so heißt das, war dieses, dieser Salzaustausch in Zellen, den meinst du? Ja, genau. Salz finde ich gut. Salz ist exzellent, ein exzellente Wahl. Liebe Franzi. Also ja, und Salz ist ja auch, also ne, kann man ja untersuchen und so, aber ich bin noch unsicher, ich markiere es erstmal. Genau, Pluto ist ein Planet, gehört eher zur Astrologie, Schloss nein, Sohle nein, Student, Biologiestudent maybe. Ja. Das Loch hat auch biologische Hintergründe, im Sinne der Fortpflanzung. Ja, du denkst jetzt an das Loch, ja? Okay, bei Loch gebe ich dir aber ganz ehrlich, ich habe als allererstes bei Loch gar nicht an so ein Loch gedacht. Ja. Ich habe tatsächlich an Loch Ness gedacht. Ja, stimmt. Ja, Loch Ness könnte, ja. Ja. Ja, Baby könnte auch Biologie sein, weil ja. Baby halt, ne? Ja. Borst, Bock, Pentagon, Skelett ist Biologie, Fledermaus ist, naja, okay, das ist halt ein Tier, so, ne? So, jetzt muss ich ein bisschen, also das Baby nehme ich erstmal raus. Macht sie gut. Man muss ihr einfach ein bisschen Zeit geben, sie ist ja neu, sie muss sich erstmal zurechtfinden, warm werden, aufhören auf den Trash von Bram zu hören. Pass auf, dann aber wenn du das Skelett drin hast, nutze Info, könntest du auch tot nehmen. Ja. Und wenn du bei Biologie einfach nur danach gehst, also wenn du quasi aus dem Biologiefach gehst, dann könntest du Fledermaus und Löwe aber wiederum dazu nehmen. Ja, deswegen. Also es sind ein paar viele Wörter, die ich gerade... Ich finde, du hast viele, ja. Ich finde, Salz ist das Unwahrscheinlichste. Ja, Salz nehme ich auch erstmal raus. Also ich glaube, Fach ist auf jeden Fall am wahrscheinlichsten, deswegen nehme ich das. Ja, Fach ist, das hätte mich jetzt, also Biologiefach und das wäre nicht gewesen, sondern wäre rot sogar gewesen, hätte ich gesagt, Sepp, da müssen wir nochmal reden. Ja, Student ist eigentlich ja das schwarze Wort, habe ich ja schon vorher gecallt, aber... Ja, aber Biostudent, Biologiestudent, ja. Ja, Biologiestudent macht halt, also, ne, du kannst es halt studieren. Vor allen Dingen, wenn man halt auch Biologiefach hatte.
Ja, genau. Es passt halt irgendwie zusammen. Es ist halt die Frage, ob das dann wirklich auch die gleichen, also die gleichen Wörter sind in der Farbe und so, ne? Ja, ja. Aber ich meine, was hätte er sonst nehmen können? Also wenn es jetzt nicht, Also pass auf, vielleicht noch der andersrum der Weg, zumindest mein Gedanke, wenn er dir nur drei gibt. Mhm. Heißt das ja auch, dass er andere Kombinationen, also und Biofacher, da heißt das, jetzt ist nur noch eine Zweierkombination übrig. Das heißt ja. Aber, also was halt passen würde, wäre, wenn du Skelett nimmst, dann vielleicht noch mit Tod. Oder halt Fledermaus und Löwe. Aber ja. Zum Beispiel Salz wäre raus, weil es keinen Part hat. Ich weiß nicht, ob er so denkt, aber... Ja. Ja. Und ich möchte dich natürlich auch verwirren, bin ich ja auch irgendwie, ne? Ja, verstehe ich, ne? Ja. So macht man das ja hier, ne? Ja, Bock zum Beispiel für Ziege ist auch noch Biologie. Ja, stimmt, ja. Die Sohle ist auch, ne? Nein. Schuhsohle? Nein, die Schuhsohle nicht, auch wenn die aus Leder sein könnte, aber der Bock ist wirklich ein männlicher Ziegenbock. Naja, aber die Sohle besteht aus Leder, Lederkopf von Kühen, Kühe sind Biologie. Wusstest du eigentlich, dass Kühe 4 Nippel haben? Ja. Ja, schon beeindruckend, oder? Das finde ich, bin schon neidisch. Franzi, klick einfach fett rein. Du machst das so gut, ja? Student ist doch ein Safe Call. So, also ich nehme jetzt, glaube ich, das Skelett eher als Student erstmal, weil ich glaube, das Skelett... Doch. Oh, sie burnt, ey, okay, krass. Also ich bin early, Skelett hätte ich nicht genommen. Doch, wir hatten immer im Biologie- und Raum hatten wir immer so ein Skelett stehen. Jo, stimmt, wir auch. Und dann haben wir immer, wie wir waren halt, ne, 8-jährig ja, oder 10-jährig. Ja, dann hat man dann rumgespielt, genau, ja. Schon, ey, Student safe. Ja, vor allen Dingen hat die auch nichts anderes mehr angeklickt, was soll es sonst sein? Ja, aber Bram macht so Laber-Rababa, ey, puh, Sepp, ne, der ist ein ganz komischer, puh, Student, das ist obvious. So, jetzt frage ich mich, okay, Student ist halt, ja, würde ich halt mit am ehesten sehen, sag ich mal. Ich habe nur Angst, weil Fach und Student, da hätte man ja auch Uni nehmen können. Das ist richtig. Aber ich finde Loch immer noch gut. Der Student. Alter. Ich nicht. Ja! Franzi, Bizet. Wie schmeckt dir unsere Faust zurück? Finde ich richtig scheiße. Das ist ein guter Start. 2 Dreier, die geklappt haben. Und Bram denkt noch ans Casino, Peter. Du musst im Hinterkopf behalten. Ja, habe ich die ganze Zeit und fuckt mich mega ab, weil ich hätte gerne sowas wie Gebäudestruktur oder sowas, so mit Schloss, Pentagon und Wand. Aber das geht nicht, weil dann hat natürlich Bram direkt das Casino in den Augen und klickt das mit Sicherheit auch als erstes an. Nacht und Fledermaus sind ziemlich nah beieinander, muss ich sagen. Das ist richtig. Ich habe ein Problem, einen Dreier zu finden. Ich habe eine Idee für einen Dreier, aber da tue ich mich schwer. Was denn? Das sag ich dir jetzt noch nicht. Achso, das finde ich schlimm. Ja, finde ich auch nicht schlimm. Weißt ja, du geil. Eigentlich, wo wir gerade bei Bio sind, ja, unnützes Wissen. Ja. Jetzt dass kommt. Die Anzahl der Brustwarzen, die es so gibt, meistens doppelt so viel sind, wie normalerweise in einem Wurf an Kindern geboren werden. Und dass Kühe eine der wenigen Ausnahmen sind. Ach so. Weil die werfen in der Regel auch nur eins pro Schwangerschaft. Ja, aber haben 4. Genau, aber haben 4. Ja, Brust, also sitzen. Aber ja. Euter. Ja, die haben nur einen Euter. Ja, ein Euter, aber mit 4 Zitzen dran. Ja, das ist richtig. Ja. Stimmt, die haben eigentlich eine Monotitte, aber mit 4 Nippeln. Ja, ja, das ist eigentlich eine. Alter, boah, Kühe sind voll krass einfach. Kühe sind richtig krass. Das wäre, als hätte ich 2 Nippel auf einer Brust. Jo, stimmt, aber auch nur eine Brust. Aber auch nur eine Brust, ja. Das würde aber komisch aussehen. Versuch mal, Belgien bei dir mit einzubauen, Peter. Das kriege ich nicht so gut unter. Ich habe schon ein paar safe Zweier eigentlich. Ich nicht mal das. Vielleicht, aber ihr habt auch einen weniger. Ja, stimmt. Ist das Problem. Genau, wenn ich jetzt 2 mache und ihr macht 2 und ich mach nochmal 2, dann müsstest du einen Dreier machen, um fertig zu machen. Das ist halt auch scheiße. Ich hätte echt gern noch einen Dreier. Komm, ich mache einen Safe in 2 erstmal. Eigentlich finde ich das einen schönen Begriff. Weil er perfekt passt, um 2 Begriffe mit einem anderen Wort zu beschreiben. Und das ist die gute alte Salztod. Burgmauer. Scheiße, jetzt habe ich auch 500 Euro verloren, ne? Der Student war es nicht. Ja, jetzt musst du allen
Ja. Muss jetzt 500 Euro zahlen. Okay, ja, mach ich. Ja. Aber damit sich die gute Franz ja doch leisten kann, meine sehr geehrten Damen und Herren da draußen, ja, könnt ihr ja mal auf twitch.tv/ Burgmauer. Und jetzt haben wir. Slash Burgmauer? Nein, nicht Slash Burgmauer. Twitch.tv/Burgmauer. Alle Prime da lassen. Einfach mal auf Ehrenbasis jetzt bei Slash Burgmauer hingehen und einfach mal einen Prime Sub lassen. Einfach mal da bei der Burgmauer. Gibt's die Person? Guck mal. Guck du mal kurz nach. Ich mach mal ganz. Okay, Burgmauer. Wieso braucht er so lange, um Sachen anzuklicken? Fuck mich jetzt schon ab. Wieso braucht er so lange? Vielleicht ist er gerade mit Franzi sich innig am Unterhalten. Ja, mach. Was könnte man denn machen? Also ein Schloss, ne? Das ist ja schon mal. Finde ich schon mal. Ganz ehrlich, also Schloss, ne? Sorry, nehme ich direkt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und die Burgmauer ist auch eine Wand. Stimmt, ja. Ja, nehme ich auch. So, danke. Den Account gibt's auf jeden Fall. Also, Burgmauer, Schloss und Wand war für mich jetzt so krass, das muss ja sein. Ja, verständlich, ja. Das ist schon ein guter Begriff, Peter. Ja, eigentlich mag ich so zusammengesetzte Begriffe nicht, deswegen finde ich es so stark, dass du auch einen Begriff für drei benutzt hast, finde ich richtig gut. Aber in dem Fall hat es einfach so perfekt gepasst. Musste ich einfach nehmen. Ja, wobei Burgmauern ja schon ein sehr legitimes Wort ist. Aber ich habe echt ein Problem mit meinen Begriffen. So, Horst. Okay, cool. Bock. Auch awesome. Horn. Ich kenne nicht mal einen Horst. Wie kann man Horst unterbringen? Außer so dumm bist. Okay. Du bist voll der Horst. Kennst du das Sprichwort? Wie connecte ich das mit in Belgien leben nur Horsts? Also, Horn. Horn und Bock ist noch so der beste Guess. Weil dann könnte man Geweih vielleicht nehmen. Bock. Bock schießen ist halt auch ein Reh. Weil ein Hirsch. Ein Hirschbock. Geweih. 2 und das ist halt ein Horn. Also wie ein Horn. Ah, scheiße, Gewehr gibt's auch noch. So, ist der Kanal Burgmauer denn hier hart am Start oder was? Naja, der streamt leider nicht, glaube ich. Also der hat kein Profilbild und der hat auch keine Follower und so. Mal gucken, wie viele Follower der nach dem Video hat. Das wäre interessant. Ich folge dem jetzt. Aber welchem davon? Ich habe nur einen, Burgmauer. Ich habe 4. Ich habe oben in der Suchleiste, also oben in der Dingensleiste, hier, warte, ich schicke ihn dir mal. Ja, genau, habe ich Burgmauer eingetippt und dann Kanäle. Und dann habe ich Burgmauer 17815. Nee, einfach nur Burgmauer, ohne alles. So, Burgmauer ohne alles sogar. Jo, krass. Ja. Alter. Ich habe da jetzt reingefolgt. Bin Big Fan. Es gibt keinen Zeitplan und keine Clips. Als erste Person ever. Ja. Ein Follower. Das bin ich. Ja, Moment, PeteSmeet folgt ihm auch sofort. Wir wissen nicht viel über sie, ihn, aber wir sind uns sicher, dass Burgmauer großartig ist. So. Steht in der Beschreibung drin. Okay. www.twitch.tv/ Da, folgen. Aber leider könnt ihr da. Geil. Aber leider könnt ihr da kein Prime lassen, weil man kann da nicht abonnieren. Das heißt, ihr müsst doch schon euren Prime bei mir lassen. Ja, leider. Also, wir haben uns eingesetzt, aber leider müsst ihr dann auf /smashlunatic gehen. Ja. Geschrieben Smash, ja. S-M-A-S-H und L-U-N-A-T-I-C. Also quasi wie Luna für den Mond und Tick wie aus Tic-Tac-Toe. Boah, gute Erklärung, ey. Ja, ich erkläre das ja ständig irgendwelchen Leuten. Wer hat was von Tod gesagt? Tod und Gewehr würde zu Geweih passen vielleicht, aber Bock und Horn, Sohle, Fledermaus, dass Fledermäuse Geweihe haben, weiß ich nicht, Digga. Geweih schreibt man mit H, ne? Ja, kannst du aber auch googeln. Achso, ich dachte, die auf einmal die Weihe auf einmal hat oder so. Ja. Geweih. Premium-Content einfach. Und das meine ich vollkommen ernst. Ich gucke dir oft zu, ohne dass ich mich melde.
Oh, danke schön. Ja. Einfach, du läufst dann nebenbei und dann melde ich mich aber nicht, weil das finde ich dann auch irgendwie ätzend, wenn du auf mich eingehst, weil ich will ja einfach nur deinen Content sehen. Ich mache das aber auch oft, einfach mal so lurken. Einfach nur Stream auf, nicht schreiben und dann, sondern einfach nur genießen den Content. Ja. So, Geweih. Also ein Bock hat ein Geweih und ein Horn ist ein Geweih. Hat. Natürlich, ein Ziegenbock? Ja, okay, es hat kein Geweih. Ja, okay, von stimmt. Mir aus, nimm das. Also, vielleicht meinte Sepp genau das. Aber mein erster dachte, Bock hat doch nur so zwei Hörner. Ja, nicht Hörner. Ja, stimmt, Hörner. Ich war gerade, ja, doch, das macht gar keinen Sinn. Oder, oder ich habe mich jetzt richtig gefickt. Und eigentlich ist Bock und Horn eigentlich genau richtig. Und du jetzt weißt so, nein, das kann nicht. Bock und Horn. Wupp, wupp. Fazzi, du bist es. Wupp, wupp. Aber ja, erstmal wieder wegklicken, finde ich gut. Nacht und Belgien. Nein, der Samen ist gesetzt, Peter. Macht sich jetzt nochmal Gedanken. Ach nee, da ist ja auch Tod und Gewehr. Aber nee, wenn ich dann nochmal drüber nachdenke, dann. Nee, dann ist das Bock und Horn. Ja, jetzt ist es irgendwie schwierig. Also pass auf, also ein Geweih, ne? Das haben ja so, ne, so Rehe und Elche und keine Ahnung, ne? Ja. So. Also Tour ist es nicht. Casino auch nicht. Belgien. Auch nicht, Salz auch nicht, Pluto auch nicht. So. Belgien vielleicht so ein Arschgeweih? Glaube ich nicht. Okay. Nachtbaby, Tod, Horst. Ja, Horst ist so eine Sache. Also Horst ist ein Name, aber nee, das war Forst, ne? Forst ist ja Wald. Horst ist nur ein Name. Ja, den Horst Bock. Gibt's, der Horst ist nicht nur ein Name. Ja, aber Horst der Horst auch ein von so ein Vogelnest. Ja, genau. Ja, aber ich dachte gerade an den Forst, also ne? Dieses im Wald halt, Forst. Ja. Also ein Gewehr würde ich vielleicht sogar noch sehen, weil die erschießen ja die Rehe und Elche und so, um an das Geweih zu kommen. Ja. Ja, und der Rest ist halt irgendwie, also ich weiß nicht, ob man Bock nehmen könnte und einfach sagte, ja, weil er Horn nicht schreiben darf, weißt du, weil Horn als Wort schon existiert, darf er ja nicht sagen Horn oder Hörner und deswegen vielleicht doch der Bock. Ja, aber was für Böcke gibt es denn? Naja, Steinbock. Ja. Ja. Gibt's aber auch. Aber gibt zum Beispiel gibt's auch. Gibt es eine Frage? Gibt es einen Hirschbock? Oh, das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Aber ich glaube, ihr habt auch die Regel, dass man die Wörter, die hier sind, dass man die nicht benutzen darf, halt, ne? Ja, das wäre sonst auch. Genau. Okay, du musst tot, also ich schreibe tot, yay. Yeah. nein, du darfst auch keine Kombination, du dürftest auch generell Fleder nicht schreiben oder Maus nicht, auch nicht in einem anderen Kontext. Okay, weil deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht an den Bock denkt, so nach dem Motto, weißt du, der Bock hat halt Hörner, darf ich aber nicht schreiben. Mhm. Und Tier will er vielleicht auch nicht schreiben, weil Fledermaus und Löwe halt auch Tiere sind. Okay, aber dann habe ich eine Frage. Ja? Wenn der Bock das Hörner nicht schreiben darf, wieso nimmst du dann nicht auch Horn? Ich weiß, dann hättest du drei Begriffe und jetzt, das ist natürlich jetzt gemein von mir, aber den Flo setze ich dir jetzt ins Ohr. Das stimmt aber, ja, das stimmt schon, dass das Horn als Geweih quasi zählt dann, ne? Ja. Genau. Oder also ist Bock und Horn aber kein Gewehr? Nee, ich glaube tatsächlich, das Gewehr ist es. Ich glaube, das Gewehr ist safe. Franzi, tu das nicht! Oh Mann! Ich weiß es! Ich habe es predicted, aber warum? Du, also, es gibt bessere Begriffe. Bock und Horn. Das hatte ich als erstes, die Kombination halt, ne? Ja, ich weiß, und dann habe ich sie dir ausgeredet. Und das. Ja. Mann, Alter, Scheiße. Ich bin in deinem Kopf, merkst du. Ich lass mich auch so verdammt schnell beeinflussen. Ne? Das ist grauenvoll. Also, aber ich glaube, das Gewehr, obwohl da könnte er ja auch Jagd schreiben, ne? Ja, aber Jagd und dann bekommst du auf ein zweites. Jagd könntest du auch Löwe dann haben. Ja, okay, true. Boah, das ist ja schrecklich, ey, mit dir. Also ich... Ja, du bist jetzt bei den Dreien, ne? Ich zeig ihm jetzt die Drei, damit er das sieht. Er rastet wahrscheinlich gerade richtig aus, denkt sich, was macht sie da? Boah, der denkt sich bestimmt, also entweder saß er da jetzt, dachte ich, boah, Franzi, nimm doch Bock und Horn direkt wie beim ersten Mal, oder er denkt sich, oh Gott sei Dank ist sie auf Gewehr gekommen und auf Bock. Und auf einmal machst du das Horn noch mit dazu und der fragt gerade, nein, was? Boah, ich frage mich, wie krass Bram gerade am Trash-Talken ist, ne? Am Manipulateness. Ja, frage ich mich wirklich. Er muss ja, ey, kein Mensch kommt da freiwillig drauf, dass das eine bessere Idee ist, nachdem man schon Horn für sich entdeckt hat. Geweih. Also ich sehe halt auch wirklich sonst nichts, also gar nichts, was sonst dazu passen würde, außer also die drei. Also ich hätte tatsächlich noch ein echtes. Ja. Ja, und zwar, ich weiß nicht, bist du katholisch? Nee, evangelisch. Okay, Pentagon oder was? Nee, Baby.
Baby? Ja, für die Weihe halt. Ein Geweih. Ach so. Wenn du dann halt den Rosenkranz bekommst. Ah, ach so, das Ding, was die denn aufsetzen, ne? Das ist eine Kette. Ach so. Aber ja. Aber gibt es nicht auch Religionen, wo die einem so eine, also nicht so eine Krone, aber so einen Kranz aufsetzen, wo auch so Sachen drin sind? Bestimmt. Gibt's bestimmt. Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Nee, aber vielleicht dachte der, dass jeder weiß, weil das halt bei uns so normal ist. Ich klicke jetzt auf Gewehr. Ja? Okay. Fuck. Tja. Ah, ja, ja, ja. Halt um eine Ecke. Oh mein Gott, sie nimmt das als erstes. Sie nimmt Gewehr und so ist das. Oh, Sepp, das ist jetzt hart. Alter, Vater, wir sind am Arsch. Das ist voll gut, dass ihr das genommen habt. Horst, Nacht oder Belgien muss weg, sonst sind wir am Arsch. Also, ich sag dir jetzt auch meine Gedanken ganz klar, ja. Mhm. Ich könnte die vier Sachen, die ich noch habe, in zwei Zweiern erklären: Salz und Tod mit Säure. Und Pluto und Pentagon mit Alien. Ja. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Ich könnte cocky werden und einen Dreier machen. Finde ich gut. Würde ich auch machen. Salz, Tod und Pentagon mit Säureattentat. Ist es nicht ein, also Säureattentat ist so ein Binde, ist doch. Habe ich auch gedacht. Habe ich deswegen gegoogelt. Ehrlicherweise habe ich nach Säureattacke gegoogelt. Säureattacke und Säureattentat sind beides zusammengeschriebene Wörter und Säureattentat hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Jo, Säureattentat gegen Person, 11.000 Treffer, ist jetzt nicht so datting, aber gib it. Ich meine, wenn er einen eigenen Wikipedia-Eintrag und so hat, dann wird er ja wohl ein ordentlicher Begriff sein. Ja, ja, absolut. So, mein Gedanke ist, er denkt an Salzsäure. Säureattentat ist tot und Pentagon ist ja quasi das Verteidigungsministerium von den USA. Also. Verstehe ich. Das wird ja wohl offensichtlich. Aber Peter, der Horst, der hat mal ein Attentat gemacht. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob es in Belgien mal ein Säureattentat gab. Das wäre richtig beschissen. Na, Peter, also. Vielleicht reite ich mich mit meiner Cockiness in die Scheiße. Er wird ja wohl jetzt nicht auf Casino kommen oder Nacht. Ja, Nacht, ein Bock. Ja, er hat keinen Baby Bock auf Säureattentat, klar. Horn. War auch nicht. Horn und Bock ist eh durch. Gibt gar nicht mehr so viele Begriffe, ne? Die sind sehr. Also, ich wäre einfach mit Alien 3 gegangen, Peter. Mit Tod, Pluto und Pentagon. Ja, Aliens bringen immer den Tod. Kann man machen. Aber Säureattentat finde ich auch gut. Oh, das ist ein Wort. Säureattentat? Ist das überhaupt ein echtes Wort? Was? Säureattentat. Okay, Säureattentat ist ein echtes Wort. Gibt's auch so bei Wikipedia. Als ja. Säureattentat bezeichnet man einen Angriff auf Personen oder Sachen mit Säure oder einer verätzenden Substanz. Ja. Krass. Okay, Tod. Ein Säureattentat. Okay, pass auf, wir brauchen ein Attentat. Tod. Salz vielleicht? Salzsäure könnte es sein. Mhm. Finde ich tatsächlich gut. Ja, so, aber ein Säureattentat stirbt man dabei. Was gibt's denn noch so? Wir haben noch Tour. Nein, Casino, nein. Belgien, Gesundheit. Nochmal Gesundheit. Also Belgien, muss man sagen, kann grundsätzlich sein. Immer, bei jedem Begriff. Kannst du dich noch an den Säureattentat von 1948 in Belgien erinnern? Nee, aber ich kann mich an die Biologie oder die Klingel in Belgien noch erinnern. Also da gibt's genug Sachen. Oh, die Sohle? Nee. Wobei die Sohle könnte... Sohle? Ja, es gibt ja auch noch Sohle. Also nicht nur Salz, sondern auch Salz und Sohle. Wie? Ja, S-O-L-E. Sohle. Also wie Sohlebad. Sohle. Kenne ich nicht das Wort. Okay. Ja, Sohle halt. Okay. Na, EU. Jetzt klickt Pentagon an! Loch? Nein, Säureattentat nicht. Nacht. Nachts könnte man wahrscheinlich eher einen Antat machen, aber ich jetzt irgendwie eine Ecke zu weit, Baby, nein, bisschen tot könnte es halt sein. Ein Attentat für tot, finde ich vernünftig. Auf der anderen Seite müsste bei einem Säureattentat ja noch keiner sterben, aber bei dem Wort Attentat gehe ich erstmal von Vernichtung und Tod aus. Der Horst,
Ja, oder der Horst kann natürlich auch Opfer eines Säureattentats gewesen sein. Bock. Mhm. Pentagon. Hm, vielleicht so terroristische Geschichten. Ah, ich gehe auf jeden Fall erstmal mit Tod. Ja. Tod finde ich vernünftig, aber er gibt mir Säureattentat 3. Ja, salzig, also wegen Salzsäure irgendwie, dass man das auch so, weißt du? Ja. Und vielleicht, ich hätte jetzt auch nochmal Nacht irgendwie gesagt, wegen einer Säureattentat, Nachts. Nein, das kann man doch am Tag. Nein, da, liebe Smash Lunatic, lasse ich mich von dir jetzt nicht auf den Weg der Nacht leiten, ja? Okay, ja, gut. Vielleicht Loch im Sinne von, weil Säure so Du wolltest vorhin schon Loch haben bei Biologie, ja? Ja, das war aber falsch anscheinend. Er hat nicht den biologischen Hintergrund eines Lochs genommen bei dem Wort. Das ist richtig, ja. Säure, Attentat, Löwe nicht, Horn, nein. Fledermaus, nein. Pentagon, immer noch gut, nicht wegen Terror. Ich hätte jetzt bei Loch irgendwie daran gedacht, weil so Säure so wegätzt und wenn du, weißt du, dass es so ein Loch irgendwo reinbrennt. Ja. Aber der Attentat, weißt du? Also, war der nur für den Tod des Wortes? Attentat nur für Tod gedacht? Oder war es halt vielleicht noch irgendwie... Es könnte auch Säu, also wie die Schweine, Reat sein und Tentat. Ja, genau. Ja. Und dann ist es Horst. Und dann ist es eigentlich Horst an der Stelle. Genau richtig. So, ich glaube, also mit Salz gehe ich noch. Ja. Da bin ich early. Ja. Ich finde Salzsäure fand ich unfassbar gut von dir. Tatsächlich habe ich da auch nicht direkt drüber nachgedacht. Aber als du es gesagt hast, dachte ich mir so, yo, so könnte Peter denken. Ja. Scheiße, warum ist Peter nicht in meinem Team, ey? Ja, du hast ja sofort auch wahrscheinlich direkt zwei, die du einfach drücken wirst. Egal welchen Begriff der machen wird. Also Bock und Horn sind halt für Geweih, denke ich mal dann. Ja, und so, wenn ich jetzt halt drüber nachdenke, werde ich jetzt ja Bock und Horn nicht nutzen für Säure. Ja. Guck mal, da bin ich ja voll freundlich, dass ich das jetzt als Gegenzug sage. Ja, wäre auch, also wenn du Säure für Bock oder Horn benutzt hättest, wäre also... Ja, aber für Reat. Für Reat, ach so, ja, stimmt. Ja, bist ja viele gar nicht, ist ja lateinisch. So. Für Horn. Ja, genau, für Horn, ja. Aber bevor du jetzt was Falsches anklickst, mach's einfach aus. Also, ich glaube, das wird er auch tun, Peter. Ja, Zweier hast du ja eh noch, ich würde auch dann sonst ein Zweier lassen, weil zwei Küsse eigentlich immer connected. Ja, das ist richtig. Außer Belgien. Ich hoffe, dass Bram nicht denkt, er könnte ausmachen, dass er jetzt noch eins anklicken muss und dann noch Casino. Wobei, aber das wäre noch okay. Ja, so nach dem Motto, hier, mach mal jetzt aus. So, ich gebe dir 3 und krass, den vierten weißt du ja eh. Wer wild. Würde ich nicht tryen. Also dafür seid ihr ja schon in Führung. Also den Säure 3 finde ich schwer. Casino. Schreibt man Casino nicht mit C? Schreibt man Casino im Deutschen wirklich mit K? Wahrscheinlich. Belgien. Säureattentat, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich werde tatsächlich auch aufgrund der Tatsache, dass ihr, selbst wenn du Bock und Horn jetzt drückst, einfach so. Ja. Brauchst du immer noch ganze 3. Mhm. Jetzt kommt gleich mein Banger-Wort mit 5, pass auf. Aber wir brauchen ja kein Banger-Wort mit 5, wir brauchen nur ein Wort mit 3. Das stimmt eigentlich, ja. Ja, wenn er rafft, dass ich Bock und Horn nehme gleich. Aber wird er ja wahrscheinlich, ne? Soll Reat, Eaten, Tat, eine Tat, Atten. Ja, ich versuche so, manchmal sind so Wörter in den Wörtern noch drin, ich will das auf keinen Fall überlesen. Ja, okay, also bei Säureattentat ist das eins, wo ich drüber noch nachdenken würde, vielleicht das Pentagon. Ich bin ehrlich, ich bin early, ich beende das Raten an der Stelle. Wir sind okay. gut vorne und es gibt keinen Grund, jetzt hier den Harten zu spielen, wenn man keinen Harten hat. Er hat aufgehört. Mhm. Okay. Also, der gute Horst Seehofer, der trinkt immer viel Bier auf den Wiesen. Belgien wird auch Bier, also es ist für Bier auch ein bisschen bekannt. Ja, auf jeden Fall. So. Saufen wie ein Loch ist auch schon so eine blöde Bierkonnotation. Sauftour. Und dass man nachts halt eher Bier trinkt, das ist jetzt auch nicht so strong. Und was nehme ich dann? Belgien, Bier. Das macht alles nicht so viel Sinn. Belgien, da gibt es bestimmt auch Künstler und die haben ein Bild gemalt mit Horst drauf und Weihnacht. Kann ich das irgendwie verpacken mit
Abendspaziergang. Ist Abendspaziergang ein Wort? Stimmt. Abendspaziergang Bielefeld, ja. Abendspaziergang ist ein Wort. Der Nacht durch Belgien ist schon ein bisschen. Ah nein, da ist doch die Fledermaus! Ach komm! Hasse sie! Sie ist so nah dran an Nacht! Das ist echt gemein. Das ist so doof. Tagträumer ist wirklich mein bester. Tagträumer 4. So, dann klickt sie Bock und Horn an und noch zwei andere. Horst ist ein Träumer auf jeden Fall. Ich komme da, also. Hast du eine andere Idee, Peter? Naja, aber ich habe über deine Begriffe auch null nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, du bist doch schon fertig mit Pluto und Pentagon. Ja. Was machst denn du die ganze Zeit? Ich denke trotzdem drüber nach, ob es nicht eine Alternative gibt, weil ich finde, dadurch, dass Bram gerade Pentagon nicht mal angeklickt hat, habe ich Angst, dass er bei Aliens nicht Pentagon anklickt. Ach Quatsch, als ob der nicht weiß, was das Pentagon ist. Tagträumer 4. Ja. Okay, Tagträumer. Tagträumer? Ja. Tagträumer. Oder Tagträumer. Ja, ja. Ach so, Takt und Räumer, ne? Nee, pass auf, da tagen die ganzen Räumer. Das ist so ein Kongress einmal im Jahr. Da tagen die Räumer. Ich bin verwirrt. Okay, also Bock und Horn ist halt für mich noch, also ich, ist ja die Frage, ich glaube nicht, dass 4 Wörter für Tagträumer sind, sondern wahrscheinlich, ja, wieso denn 4? Also ich kann ja 5 benutzen. Also vielleicht sind es 3 Tagträumerwörter. Also Bock und Horn halt noch wegen Geweih. Ja. Tagträumer. Weil wenn ihr so sicher sind bei Bock und Horn, dann drückt ihr doch einfach schon mal. Warte, ich du Arsch. Was denn? So, jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt meine Theorie. Tagträumer, ne? Ja. Ey, ich höre dir zu. Ich nehme die Nacht vielleicht. Boah, eventuell. Wegen Tag? Wegen Träumen. Ach so. Aber, Also du nimmst explizit die Nacht bei Tagträumer? Ja. Tagträumer. Boah, jetzt hab ich dich, jetzt hab ich dich. Oh, Alter, was bist du das für. Ja, aber was würdest du denn. Ja! Guck mal. Boah, das ist strong. Ach, Peter, merkst du, wie die Schlinge sich zuzieht? Ja, merk ich. Strong, Alter. Also, wenn sie jetzt noch Horst anklickt, dann schwitzt du. Dann verlieren wir zwar trotzdem, aber dann schwitzt du wenigstens. Ah. Jetzt schwitze ich. Der Horst vielleicht, keine Horst Ahnung, weil es ein Tagträumer ist. Weil du hast ja nicht Nacht geschrieben, du hast ja das Gegenteil geschrieben, dann kannst du ja Nacht. Ah, ist Horst! Peter! Ach du Scheiße. Was ist denn das? Tour? Also man könnte von einer Tour träumen. Casino passt halt, also. Belgien ist immer ein Tagtraum wert, finde ich. Ich bin komplett verwirrt, was passiert denn hier? Alter, was ist los mit dir, Franzi? Du klickst immer die geilen Sachen an und dann machst du sie weg. Die hat doch nichts Falsches angeklickt eigentlich in diesem ganzen Ding, außer Gewehr. Das ist auch eine relevante Sache gewesen, dieses Gewehr. Tagträumer. Ich sehe halt nur die Nacht bei Tagträumer. Und das Schlimmste ist, weil es Tagträumen ist, kann es eigentlich nicht die Nacht sein. Also er wollte die Nacht ja wahrscheinlich ausschließen. Aber für Träumen sehe ich halt eher so die Nacht. Ja. Und da muss ja noch irgendwas mit Tag sein. Ja. Aber ich sehe nicht was. Mhm. Also ganz kurz, ich will, sei mal kurz ehrlich, ja? Ja. Bist du genauso verwirrt wie ich oder bin Nein, ich gerade einfach nur nicht verwirrt? Überhaupt nicht? Wirklich, ich schwöre dir, überhaupt nicht. Ich hätte zumindest direkt einen Guess und der geht in eine ganz andere Richtung als deiner, aber den werde ich dir logischerweise nicht geben. Warum nicht? Nee. Tagträume. Nee, kann ich nicht mal einen ganz anderen, auch von der Logik her einen ganz anderen. Das heißt, ich bin dumm gerade, was? Nee, das heißt, nee, warum? Meiner kann doch auch falsch sein. Du kannst ja erstmal Bock und Horn nehmen. Ja, ich muss sie sowieso nehmen für Geweih. Horn und Bock. So, die beiden haben wir schon mal. Du bist genau richtig unterwegs. Du machst das so gut. Jetzt einfach auch Nacht reinklicken, einfach mal flown. So, jetzt hast du noch 2. Naja, ich habe jetzt noch 3. Oder du nimmst die Nacht. Vielleicht ist die Nacht ja auch richtig.
Weiß ich nicht, Digga. Weißt du nicht, ja? Ich finde das mit dem Traum und der Nacht, finde ich halt, ich finde das einleuchtend. Ja, Traum und Nacht, aber er scheint ja Tagträumer. Das bedeutet, eigentlich will er mich... Pluto ist immer, im Casino ist immer Tag. Er will mich eigentlich von der Nacht wahrscheinlich wegholen. Jetzt ist die Frage, Babys schlafen sehr viel. Tagträumer heißt ja aber auch nicht träumen, sondern dass er eher so, dass du so rumläufst und so nachdenkst. Tagträumen heißt ja nicht, dass du schläfst eigentlich. Ja, das ist richtig. Alter, was tut sie? Oh mein Gott! Wer kennt sie nicht, die Babys, die Tagträumer sind? Ja, weil die auch tagsüber mal pennen. Also ich habe vorhin auch an Baby gedacht, als du Tagträumer gesagt hast. Aber Nacht? Ja, fair. Also von mir aus klick Nacht und Baby an, ja? Völlig fein. Aber klick erst Nacht an. Das ist ja eher so, ne, Tagträumen ist ja, ne, man sitzt da, und das macht der Horst ganz gerne. Das weiß ich nicht, das kann sein, dass der Horst das macht. Löwen machen das vielleicht auch, die liegen da auf ihrem Stein in der Savanne und denken sich, boah, geil, jetzt so eine Antilope. Oder im Casino, wie gesagt, das ist immer Tag. Ich war schon mal in Las Vegas, da ist wirklich, du weißt nicht, wie spät es ist in den Räumen. Das stimmt, ja. Und man kann ja auch vom großen Gewinn träumen, ne? Tagträumer. Ich bin echt oder komplett überfordert. Loch, weil jeder träumt vom Loch. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon überlegt, das Loch. Hm, hatte ich auch schon. Ja, die Tour. Also Tour... Also auch nicht, ein Tee. Nee, ich dachte eher, also du bist auf so einer Fahrradtour und dann träumst du so vor dich hin. Casino, du träumst vom großen Gewinn. Belgien. Ja, kann ich man... Belgien finde ich mega. Dachte ich mir. Ach du Scheiße, Alter. Was... Tagträume. Komm, Franzi, jetzt mach irgendwas. Ey, ich platz hier gleich. Mit der Punika. Ich hab mir so eine... Ja, sie klickt auch Baby weg an. Was ist denn hier los? Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ja, ich komme irgendwie... Also Nacht, glaube ich, ist es nicht, aber ich drück sie jetzt, glaube ich, einfach mal, weil ich... Oh! Okay. Okay, Nacht, okay. Horst, der hat immerhin Nacht angeklickt. Also das war ja 800% obvious. Warte mal, Baby. Wie er da gerade gesessen haben muss, auch so komplett random, alles, sein ganzes Feld, also aus Selbstperspektive, sein Feld, nichts ist angeklickt, aber er wird einfach Nacht gedrückt. Ja, einfach mal drücken. Baby. Ah, Baby ist grau. Okay. Ja, ey, du, ich schreib was mit Tag und da steht Nacht und alles andere passt eigentlich überhaupt nicht. Also selbst Horst passt ja nicht. Okay, aber das darfst du ihr nicht übel nehmen jetzt. Nein, nein, habe ich ja gesagt. Wenn sie ja. Nacht, Hauptsache sie klickt Nacht als erstes an, weil das ist so offensichtlich. Baby, verstehe ich. Ja, Träumer, schläft und so. Ah, jetzt macht er seinen scheiß Aliens und dann können wir uns unmuten, dann kannst du pissen gehen. Ja, klar. Und mir fehlen ja dann noch ein Minimum... Oh. Aliens. Okay, Aliens ist für mich Pentagon und Pluto. In dem Zusammenhang. Mhm. Gehen wir nochmal durch. Tour, nein. Casino, nein. Belgien, nein. Loch, nein. Sohle, nein. Pluto, Außerirdische zumindest. Na, Horst, Fledermaus, Löwe, Pentagon. Also kommt das Pentagon auf jeden Fall. Und dann nehme ich den Pluto auch mit. Ja, und dann haben wir okay. Jawollo. Oh. Nice. Sorry, was war das Attentat, Pentagon? Ja. Okay. Hey, Franzi, du kannst da überhaupt nichts für. Belgien hat uns einfach gebumst. Belgien. Ja, und Horst so. Ist der Tagträumer. Horst ist wirklich der Tagträumer, scheiße. Ich hab noch gesagt, der Horst vielleicht. Du hast das richtig gut gemacht. Also ich war eigentlich durchweg zufrieden mit dir. Also das Gewehr verstehe ich und das Baby verstehe ich auch. Ja, das Gewehr muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, das war ich. Na wow. Was warst du? Danke, Bram. Das Gewehr. Nee, nein, nein, eigentlich nicht. Also ich habe ja am Anfang gesagt, Gewehr vielleicht wegen Jagen ja, aber oder du so. Du hast Bock, ja, das ist richtig, aber du hast Bock und Horn angeklickt direkt. Und dann ja. Meinst du, ja, Gewehr vielleicht auch. Und ich bin so aufs Gewehr eingestiegen. Ja, okay, stimmt, ja. Boah, das ist richtig, Alter. Und dann schießt du einfach dem scheiß Bock zwischen die Augen. Ja. Ja, bei Tagträumer wusste ich nicht, ob du überhaupt auf die Nacht anspielen willst, weil ich dachte, vielleicht willst du von der Nacht weg, weil du Tagträumer geschrieben hast. Ich bin ganz ehrlich, ja. Du jetzt mit Tagträumer hättest du mich gekillt. Ich hätte die Fledermaus genommen, weil ich mir dachte, okay, du nimmst jetzt die beiden, die am Tage träumen werden. Also die Tag. Mein Gott. Und zwar die Fledermaus und der Löwe. Beide schlafen. Und so denkt er die ganze Zeit und dann erzählt er mir, dass du immer nicht sitzt und denkst,
Ja, ich hätte okay. Die Fledermaus hätte ich genommen bei Tagträumer. Okay. Ja, ich wusste ja, dass ich mit Franzi zusammen. Ja, du wusstest das. Ja. Hab ich natürlich einkalkuliert. Du hast auch direkt Horst angeklickt, das war mega gut, aber Belgien hätte ich so oder so nicht. Ja, Belgien hätte ich wahrscheinlich nicht genommen. Ich hätte sonst vielleicht noch Tour genommen, so nach dem Motto, man ist auf so einer Tour und tagträumt irgendwie. Aber Peter und Bram haben das einfach stark gemacht. Oh, aber auch starke Dreier Worte, gefeiert. Ja. Klingel war mega, einfach gut. Ja. Ja, dass du da direkt die drei richtigen angeklickt hast, war richtig cool. Ja, Casino auch. Dachte ich mir, an Casino hast du nicht gedacht. Nee, da bin ich nicht der Typ für. Ja. Das ist strong. Ja, starkes Debüt von der lieben Franzi hier. Glückwunsch an die Sieger und bis zum nächsten Mal bei Top Names. Tschüss. Und schaut gerne bei Franzi auf dem Kanal vorbei auf Twitch. Erwähnen wir das nochmal kurz. Dankeschön. Ciao. Ja, genau. Ciao.